Hallo, ich hoffe, ihr habt mich nicht vergessen. Ich habe mich eine Weile nicht mehr gemeldet. Es ist mal wieder soweit. Es ist beinahe Weihnachten und es fängt wieder an. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Stimmen, irgendwelche Geräusche und es lässt nicht locker, immer wieder zu Weihnachten. Ich kann nicht mehr. Meine ganze Familie hat Angst vor den 24. Dezember. Heiligabend wird eine Zeit voller Terror. Allgemein die ganze Weihnachtszeit. Heute erzähle ich euch davon, wie es in der Adventszeit abläuft. Am 1.12. beginnen diese Geschehnisse. Teller fallen aus den Schränken, das Licht flackert hin und her und danach wird es immer schlimmer. Wenn die zweite Kerze brennt am Adventskranz, dann ist es so, ich kann es nicht erklären. Geräusche von höllischen Ausmaßen, die mich in meinen Albträumen auch während des gesamten Jahres danach noch verfolgen. Und es werden Tag um Tag schlimmer. Plus noch, dass die Teller oder Tassen, was weiß ich, immer die Sache mit dem Licht immer hin und her zerbrochen werden, das Licht flackert, die Glühbirnen springen raus. Ich habe mich einmal sogar an einer Tasse verletzt, die mir gegen den Kopf geflogen ist. Die Narbe habe ich immer noch an der Stirn. Es ist vor meiner Nase zersprungen. Gebt euch das mal. Das ist Albtraum pur. Gehen wir dann mal weiter. Wenn die dritte Kerze brennt, dann ist es so, dass wir Gestalten sehen. Und unter anderem auch Umrisse einer alten Frau. Die alte Frau, die uns verflucht hat. Aber wenn wir uns näher bewegen und nachsehen wollten, das Fenster aufmachen, da ist nicht. Das wird mit den Geräuschen von irgendwelchen dämonischen, ich weiß es nicht, was das genau ist. Auf jeden Fall ist es einfach nur ein Albtraum, der immer, immer schlimmer wird und nicht aufhört. Über Wochen lang. Einen ganzen Monat. Fast einen ganzen Monat, um ehrlich zu sein. Und wenn die letzte Kerze brennt und es Heiligabend ist, naja, dann, ja, dann werden wir verletzt, umgebracht oder verschwinden. Ich weiß nicht, wie das Ganze abläuft. Ich werde mich nochmal melden, wenn die ganze Sache überstanden ist. Wir haben den 16. Am 22. werdet ihr nochmal von mir hören. Vielleicht sogar am 23., ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Kleiner Tipp. Wenn jemals, wirklich, und das habe ich schon vorher erwähnt, wenn irgendwann eine alte Bettlerin vor euch steht, vor eurer Tür, sagt niemals nein. Niemals. Egal, worum sie euch bittet.